Moin und herzlich willkommen bei Koch mal was. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich eine Hühnerbouillon koche aus Resten von Hühnerschenkeln. Wenn ihr Lust habt, schaut mal, wie ich das mache. So, hier habe ich jetzt Reste, also Knochen und Haut und Sehnen aus 4 Hühnerschenkeln. Und da möchte ich ja jetzt die Bouillon von machen. Dazu muss ich aber erstmal eine Zwiebel in der kleinen Pfanne anschmoren. Die wird hier erhitzt und zwar ganz ohne Öl. Dann wird eine Zwiebel so gehälftelt. Ja, die Zipfel oben sind, also die Wurzel und das Lauch. So, die kommen in die heiße Pfanne ohne Öl und werden jetzt dunkel angeröstet. Die Knochen und die Haut werden jetzt mit kaltem Wasser bedeckt. So, der Herd an. Und die beiden Zwiebeln sind jetzt schön, die haben richtig Farbe angenommen. Die kommen damit rein. Das war es dann auch schon. So. Und die müssen jetzt richtig lange kochen. Oder köcheln. Die sollen auslaugen. Kommt jetzt noch Salz dazu. Na, das war ein bisschen wenig. So, und das soll nachher die Brühe sein. Der Schaum, der jetzt hier entsteht, der muss unbedingt weg. Den will ich nicht haben. Das ist dieser Eiweißschaum. Den wollen wir nachher in unserer Bouillon nicht haben und darum wird der jetzt hier runtergenommen. Nehme dafür eine Kelle, so eine kleine, weil dann kann ich die Bouillon abgießen und der Schaum bleibt in der Kelle hängen. Hier, das ist so, das ist gar nicht schön, das wollen wir nicht haben. So. Zweieinhalb Stunden haben jetzt die Knochen und die Haut gekocht. Das ist richtig schöne Fettblasen oben drauf. Die will ich auch haben. Die gehören in die Bouillon dazu. Und nun seihe ich die mal durch das Sieb. Ein bisschen vorsichtig, ne? Weil das, wenn das jetzt da reinfällt, dann spritzt das. Kann man dich verbrennen. Wieder raus. Jetzt guckt euch das an. Ich hole mal einen Löffel. Ist nicht so weit weg. Schöne klare, ne, wenn ich den Löffel hier eintauche, seht ihr, schöne klare Hühnerbouillon. Die kann man jetzt für Suppen, Fischsuppe zum Beispiel, mache ich damit. Ich probiere den mal eben. Glattes Gedicht. Wunderbar. Ja, wenn euch das gefallen hat, schaut nochmal auf meinen Kanal. Da gibt es auch noch ein paar andere Tipps. Und bis zum nächsten Mal, Freunde.